Na, ihr wilden Kerle! Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Titel, der daraufhin folgt. Wir spielen besagtes Spiel weiter, das ich in seiner ganzen Ausführlichkeit und Länge soeben genannt habe. In der Tornado Man Stage, denn die haben wir jetzt schon fast drauf. Und das wollen wir natürlich nicht verlernen. Ah, ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mich echt drauf gefreut, weil mir der Schwierigkeitsgrad echt richtig zusagt. Also es ist wirklich so schön brutal hart. Zumindest für mich, weil ich absolut kein Mega Man kann. Dass ich mich jedes Mal drauf freue, wenn ich mich der Herausforderung erneut stellen kann. Und dann einfach richtig Laune. Will ich immer wieder zurückkehren. Weil ich weiß, ah, wenn ich versage, dann ist das irgendwie zumindest meist so ein bisschen meine Schuld. So ein bisschen meist. Nicht immer, aber meist immer so ein bisschen. Teilweise ist das Timing in diesem Spiel so unfassbar gemein. Die Platzierung von Gegnern. Die Flugbahn derer Projektile. Muss ich nicht mehr aufladen. Dass man die Stages fast auswendig lernen muss und irgendwie... Irgendwie ist das cool. Das gefällt mir. Au. Passt schon. Yay. Mir gefällt's. Bin froh, dass ich das weiterspielen kann. Ich hätte es wahrscheinlich schon ein bisschen früher angefangen. Das war fies. Ich hätte es wahrscheinlich schon ein bisschen früher anfangen können, wenn ich nicht den ganzen Morgen Zero Punctuation geguckt hätte. Das musste einfach mal sein. Der haut ja alle paar Tage ein neues Video raus. Da frage ich mich, wie schnell kann der bitte ganze Spiele spielen? Oder arbeiten da mehrere Leute dran? Das habe ich mich so gefragt. Ne? Aber in den Videos selbst, da steckt eigentlich so vom Aufwand her nicht sehr viel drin. Ne? Viel ist vorgefertigt. Also falls ihr Zero Punctuation kennt, englischer Reviewer, der ohne Punkt und Komma spricht. Wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Hilfe von Technologien. Und mit einem sehr bunten Wortschatz seine Meinung zu diversen Spielen sagt. Egal ob gute oder schlechte Spiele, immer unterhaltend. Gefällt mir echt gut. Schaue ich sehr gerne den Typen. Plattform, du darfst wiederkommen. Jawohl. Und weil wir in diesem Spiel hier sowieso eigentlich... Wow! eigentlich immer das Gleiche machen, ist es ja eigentlich auch gut, wenn ich mir hier so ein bisschen frei von der Leber hinweg so ein bisschen quatsche. Das schadet ja euch nicht, ne? Da habt ihr Unterhaltung. Ne? Nicht nur für die Augen hier, das Spiel, sondern auch für die Ohren. Außer ihr haltet euch die Ohren zu oder mutet das Ganze, weil ihr nur einen Walkthrough sehen wollt. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Also manchmal muss man wirklich an der Spitze schießen, um die noch zu erwischen. Der war knapp. Ja, und zum anderen natürlich ist das sehr hilfreich für mein Sprachtraining. Dass ich jetzt ganz offiziell gerade eben angefangen habe. Ich nenne das jetzt einfach so, es klingt professionell. Seht ihr, wir kommen schon viel besser durch. Und das während ich quatsche, obwohl ich mich da eigentlich nicht konzentrieren sollte. Aber die Finger erinnern sich halt. Sie erinnern sich an das, was wir hier taten. So muss das sein. Wir müssen das Ganze speedrunnen. Die krassesten Tricks abziehen. Und dann voranschreiten. So muss das. Bunt leuchten. Gegner töten hinter Wolken. Den Schaden habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Aus irgendwelchen Gründen sprang der nicht. Das ist okay, das nehme ich alles mit, solange ich nicht runterfalle. Lieber Schaden, als einen richtigen Schaden zu haben. Das passt schon. So, na, na, na. Keine schöne Stelle. Na, passt schon. Ich werde all die Tricks lernen. All die Tricks. Und am Ende werde ich sogar Mega Man 2 Endgame spielen können. Also so richtig rocken können. Weil es ja absolut die gleiche Physik ist, ne? Nee, ist es nicht. Ah! So. Und wie ihr seht, ich schneide nichts raus. Noch nicht. Ich werde rausschneiden Dinge, sobald mir das Spiel selbst irgendwo auf den Sack geht. Also früher oder später wird es mir sowieso auf den Sack gehen. Und dann werde ich es für 5 Minuten beenden und dann weiterspielen. Halt die typische Frustration bei, ich sag mal, diesem Spiel. Und wieder hoch und wieder runter und wieder runter.
Ich hab doch nichts gesehen. Ich wollte nur die Projektile ausweichen. Wieder von vorne? Mal gucken. Ja, wieder von hier. Wir hätten auch zur Levelwahl gehen können, indem wir einfach unten auf Passwort gehen. Aber das will ich jetzt nicht. Ein Level nach dem anderen. So muss das sein. So muss das. Immer vorwärts. Niemals zurückschauen. Learn all the patterns. Lern all die Muster. Ich wollte hier eigentlich ein lustiges Wort einfügen. Was gibt's sonst noch so für Alternativen für das englische Wort Pattern? Da gibt's den Robert Pattinson. Aber das ist so was hergeholt. Ist euch mal aufgefallen, dass englische LPR ganz besonders der richtig guten, zum Beispiel die Game Grumps, die haben nicht nur totale Ahnung so von Politik, sondern auch von Schauspielern. Die kennen die Namen aller Schauspieler, die es so gibt, ne? Das kann man so bei deutschen LPRen überhaupt nicht sagen. Vielleicht auch, weil es meist kein Schwein interessiert. Inklusive mich. Ach, ich habe gerade noch eine alternative Taste gefunden, mit der wir... Oh, Energie. Mit der wir Energie einsammeln können. Ich meine, die Waffen wechseln können. Schön. Ich glaube, er ist tot, Jim. Ich komme hier wieder so richtig schön in Redelaune. Das ist ja wie damals. Das ist ja wie damals. Ich freue mich. Mein Hinterkopf sagt gerade so, okay, schneidest du zusammen. Aber nein. Ich so, der gesunde Menschenverstand sagt so, nee. Am Ende hast du nämlich weniger Videos. Was nicht der Hauptgrund ist. Der Hauptgrund ist eher, ich kann immer noch reden, mir fällt immer noch was ein. Hi, hi, hi. Ich will ja kommunizieren, ne, mit mir, ich will mit euch kommunizieren. Und ich will mal anmerken, also heute plaudere ich alles aus, was mir so in den Kopf schießt. Was mir schon die ganze Zeit über den Kopf schießt, aber ich es endlich mal sagen kann, weil ich Zeit dafür habe und nicht ständig von zum Beispiel Dialogen in Rollenspielen abgelenkt werde, ne? Also da kann ich zum Beispiel mal sagen... Da kann ich zum Beispiel mal sagen, dass wir uns eigentlich in den nächsten Abgrund stürzen können. Aber da kann ich ja mal sagen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Da kann ich ja mal sagen, dass ich hier überrascht bin, dass so ein Mikrofon, also eigentlich muss es nicht sonderlich überraschen, aber hier ist das so und es ärgert mich, es nervt mich einfach, dass dieses Mikrofon, so gut es auch ist, es nimmt einfach nicht meine Originalstimme auf. Meine Stimme klingt im Originalen viel tiefer. Vielleicht auch, weil ich sie bewusst verstelle. Nee. Nein, ich würde niemals meine Stimme verstellen. Oh, apropos Overlords 2. Da. Da kann ich auch gleich nochmal zur Sprache kommen. Aber ich hätte gern so ein Mikrofon, was wirklich die Stimme aufnimmt, wie sie halt von mir kommt. Und da denke ich, da habe ich vielleicht demnächst mal das richtige Mikrofon. Gar nicht so hoch gesprungen. Doch, ich bin so hoch gesprungen, ihr habt sie gesehen. Wir bekommen nämlich den nächsten Razer-Mikrofon. So ein Razer schießt mich tot. Bestimmt irgendeine Nummer kommt dahinter und warum slide ich hier runter? Gibt es vielleicht Secrets? Also jetzt mal so hypothetisch. Nee, aber hier fliegen Zitronen durch die Gegend. Na, das ist auch okay. Bekomme ich gesponsert? Also wenn sich das alles so... Wenn das alles so klappt, wie es klappen soll. Noch kam mir nichts an, noch wurde nicht großartig was abgesprochen. Ein bisschen wurde was abgesprochen. Da hat sich der liebe Hyuga drum gekümmert. Sagt einfach mal, danke Hyuga. Ne, obwohl Hyuga ja dafür bekannt ist, absolut keine Orientierung zu haben. So, und damit haben wir jetzt auch den Übergang zu Ranma 1,5 geschaffen. Über den Anime wollte ich gar nicht sprechen. Was könnte man heutzutage sowieso noch darüber sagen? Seht ihr mal, wie schnell man hier durchkommt. Und so das andere, was ich da... Was wollte ich sagen? Da war noch irgendeine andere Sache. Was war noch? Nach dem Mikrofon? Und dann Dinge? Und dann... Der war gut. Das hat doch sonst immer geklappt. Hab ich vergessen. Ach ja, richtig. Ran mal 1,5. Nee. Heute sollte mein Tisch kommen. Heute sollte mein neuer Tisch kommen. Der sollte eigentlich schon gestern da sein. So ein gelb-grüner von Ikea. Ich wollte einfach keinen schwarzen haben. Ich wollte mal so ein bisschen bunt haben. Und vielleicht reflektierte auch das Licht so ein bisschen besser. Ne, man kennt ja so meine Livestreams, die sind mal so ein bisschen dunkel. Einfach weil ich in der Finsternis geboren bin. Niemand sieht mich, ich bin Batman.
Vielleicht sollten wir zu dieser Waffe hier greifen. Einfach so, ich weiß ja nicht. Das ist so ein unfairer Rotz. Ich freue mich. Wie viel Waffenenergie haben wir denn da? Noch ein Leben. Naja, wir lernen das Level ja langsam, ne? Da war noch irgendwas anderes, über das ich reden wollte. Ich hab's vergessen. Ich werde mich jetzt nicht daran aufhängen. Oh nein. So, springen wir einfach mal hier rüber. Wann habe ich das letzte Mal über das Spiel gesprochen, außer als ich sagte, so ein Rotz? Lange, lange ist es her. Und ich finde das gut. Ne, besser als die ganze Zeit zu schweigen. Da muss halt was kommen. Von Let's Playern muss was kommen. Die können sich nicht einfach hundertprozentig auf das Spiel verlassen, dass das Spiel ihnen irgendwelche Vorlagen liefert. Und selbst wenn es jetzt so etwas ist wie... Da muss man doch auch schneller dran kommen können. Und wenn es jetzt nur so etwas, naja, Vorhersehbares ist wie Talk über wie Let's Player sein könnten. Sollten will ich nicht sagen, aber könnten. Es ist zumindest irgendwas, über das ich reden kann. So, also wenn wir uns jetzt gleich auf den Plattformen befinden, du kommst mir nicht hinterher, ne? Ja, ja. Den ersten Schaden hier nehme ich mit. Den habe ich auf jeden Fall mitgenommen, ja. Können Sie eigentlich gleich in den nächsten Abgrund stürzen. Das hat so keinen Mehrwert. Selbst wenn wir jetzt zum nächsten Checkpoint kommen... Checkpoint kommen sollten... Der würde wieder gelöscht werden. Es sei denn, es ist ein Fixpunkt. So ein fixer Checkpunkt. Der nicht gelöscht wird. Selbst wenn wir Game Over gehen. Aber der kommt in der Regel in der Mitte des Levels. Und kurz vor dem Boss. Ergo, den werden wir nicht erreichen. Furchtbares Level, aber immer noch besser als das von Starman. Starman! Erinnere mich nicht daran, MG! Erinnere mich nicht daran! Ich bin so grausam zu mir! Ich Scheusal! Ich nehme einfach nie Rücksicht! Nie! Na bitte, den Teil habe ich ja schon richtig drauf. Für dieses Mal. Ach. Gotta go fast. Gotta stand still. So, diesmal nicken. Ich dachte, ich wäre schon drauf. Von der Plattform runter. Dachte ich. Ist jetzt auch nicht unbedingt geil mit dem Analogstick zu spielen, aber das ist die einzige Steuerung, die dieses Spiel akzeptiert. Ich glaube, mit dem Steuerkreuz wäre ich zufrieden, aber es geht nicht. Es geht nicht. Vielleicht mit einem Zusatzprogramm wie Joy2Key. Vielleicht. Kann gut sein. Aber da hatte ich keine Nerven, es einzustellen. Und zu downloaden, ach, das dauert doch ewig. So 3 Sekunden warten zum Downloaden. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Stattdessen muss ich mich eine Stunde hinter ein Spiel klemmen. Ne? Und mich beschweren. Das ist doch viel sinniger. So. Jetzt machen wir es aber mal richtig hier. Wieso bekomme ich das nicht hin? Was ist hier nur los? Doch, ich finde dieses Mega Man-Game jetzt mal so richtig erfrischend. Warum war eigentlich, als wir das letzte Mal in diesem Screen waren, so ein... Von der Decke Fallgig. Es sprang er nicht. Meine Schuld. So ein von der Decke Fallgegner, den habt ihr doch auch gesehen, ne? Der war da. Die kann man nicht. Na, vielleicht hätten wir es diesmal auf die Plattform geschafft. Der lässt sich nicht wegargumentieren. Der war da. Yes! So weit, so gut. Zeit gleich wieder zu sterben. Es ist Zeit. Ja. Der lebt ja immer noch. So, ballern, ballern, ballern. Das ist okay. Kam da schon was? Es ist okay. Gar kein Ding. So, aufs nächste. Das ist auch noch okay. Bald nicht mehr. X!
YOLO-Strats, sag ich mal. YOLO-LOLO. LOLO-Strats. LOL. LOL, bin fast tot. Jetzt ein Eddie. Der wird mich umbringen. Ich hab gesagt, der wird mich umbringen. Dieses Checkpoint-System, ach, ich freue mich. Einfach herrlich. Mir gehen langsam die Gesprächsthemen aus. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Gesprächsthemen habt, ich kann nicht bei allem mitreden. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich das im Hinterkopf behalten und vielleicht das ein oder andere Mal ein Wort drüber verlieren. Worum auch immer es geht, irgendwelche komischen Meinungen, Neigungen, Interessen, was auch immer. Aber erwartet nicht, dass ich über die neuesten Konsolen oder die neuesten Spiele spreche. Das habe ich ja eigentlich schon letztens gesagt. Ich hatte nie die neuesten Konsolen. Wir sind halt eine arme Familie gewesen, ne? In der DDR aufgewachsen, naja, kurz nach der DDR, sage ich mal. Aber wir hatten nie Geld. Nie hatten wir Geld. Und auch jetzt hatten wir nie Geld. Haben kein Geld. Nicht mal wirklich für Spiele. Und das ist das Schlimmste. Wen interessiert schon Nahrung? Aber Spiele. Schnüpf. So. Kann auch sonst nicht zu allem was sagen und so, oh, einige neue Spiele interessieren mich auch gar nicht. Also ihr könntet zum Beispiel fragen, oh, was hast du denn da gehalten von Nintendo, ne? Und was sie da so angekündigt haben, was da so demnächst kommt, und da kann ich nur so sagen, interessiert mich nicht. Ich habe keine Wii U, was so für Nintendo 3DS rauskommt, ist mir eigentlich auch reichlich Schnuppe. Mich würde eher interessieren, wo zur Hölle ist mein Pokémon Y? Das muss wahrscheinlich mal irgendwo runtergefallen sein, jetzt finde ich es nicht wieder. Was echt blöd ist, weil das mein Lieblings-Pokémon ist. Weil es endlich mal die Dinge macht, die es auch machen sollte. Das ist witzig, wir hatten letztens in der Konfi, ich komme ziemlich gut vorwärts. Ha! Voll ausgetan. Was war das denn? Oh, ich muss irgendwie ein bisschen schräg gedrückt haben. Und statt die Bewegung nach links zu registrieren, dachte er so, oh ja, der hat bestimmt nach unten gedrückt. Ach, ich konnte es eigentlich gar nicht auf Passwort. Wir gehen wieder in diese Stage. Kein Wenn und Aber, ich werde mich hier nicht durchprobieren. Denn ich muss jedes Level einzeln lernen. Wenn ich das alles gemischt lerne, können wir keinen Fortschritt registrieren. Wir könnten natürlich auch in die Stage von Pharaoh Man gehen, die kenne ich bereits. Aber jetzt sind wir schon hier. Da muss ich mich ja umstellen. Und die Stage vom Pharaoh Man ist auch gar nicht mal so schwer. Da sind zumindest nicht überall bodenlose Abgründe. Moment, in der Konfi, da hatten wir so... Ach ja, da hatten wir uns so letztens unterhalten. Was ist eigentlich aus Pokémon geworden, ne? Also irgendwie entwickelt sich das ja auch nicht weiter. Wie könnte das denn sein? Mal so in der Zukunft... Und dann war Pokémon X und Y im Prinzip genau so. Fast genau so. Und das war schon reichlich witzig. Wie es ob uns zugehört wurde. Oder wir nicht die einzigen waren, die irgendwie Complaints hatten. Das ist auch so ein Ding, ne? Man lernt englische Worte und vergisst dann die deutschen Worte. Vielleicht auch genauso umgekehrt? Oh je. Ah, trotzdem noch erwischt. Sehr fein. Hashtag Allen. So. Ah. Die. Stirb, Wolke. Ja, das ist okay. Ich könnte wahrscheinlich diesen obersten... Downfaller... Wie soll ich die auch immer nennen? Fallouter. Fallout 1, 2, 3. Fallout New Vegas? Ich weiß nicht, ob ich den erwischen könnte. Ich kann ja nicht hell sehen. Aber kann mir gut vorstellen, dass er so getimt ist, dass das möglich ist. Ja, ja. Mal gucken. Ich muss mich demnächst auch mal mit Rahmenschnitzel in Verbindung setzen. Die hat mir nicht grundlos dieses Indie-Game namens, ja, jetzt brauche ich die Energie. So heißt dieses Spiel, genau. Nee, der hat mir nicht ganz grundlos dieses Spiel Speedrunners gegeben.
wo man so speedrunnen kann und es featured einige englische Let's Player. Unter anderem Markiplier, PewDiePie und die anderen sagen mir nix. Dang it! Und es macht tatsächlich Spaß. Alleine nicht unbedingt, also gegen die KI, obwohl die auch gar nicht mal so schlecht ist. Aber mit anderen zu spielen ist sicherlich noch viel witziger. Vor allen Dingen über ein Gespräch, über einen Talk. Wo man dann gemeinsam wettern kann und schimpfen. Und so sagen kann, ne, ich kann den nicht erreichen. Das ist ein Schaden, den man nehmen muss. So, und hier noch den, ne? Ausschalten, Gegner ausschalten, ja, danke für die Energie. Danke für diese Energie, danke für diesen schönen Tag, danke für meine Arbeitsstelle. Hauptsache irgendwas quatschen, wa? Naja, mit all den Vitaminen, die ich heute zu mir nahm, ist es ja auch kein Wunder, dass ich so viel quatsche. Nämlich habe ich heute ein paar Chips gegessen. Ich wollte eigentlich keine Chips mehr essen, aber irgendwie sagte ich mir so, komm, du hast so lange widerstanden, da darfst du jetzt auch mal. So, hier ändert sich das, was wir machen müssen, also ein bisschen vorsichtig sein. Auf den Wind achten, auf die Wettervorhersage. Hüpp. So. I don't care. Schieß doch mit dem Hoch und Runter, weiche ich sowieso automatisch aus. Und ich glaube, ich will diesmal nicht nach rechts. Oben meine ich. Nachdem wir dann oben waren, geht's nach rechts. Das ist völlig korrekt. Aber anscheinend gibt's ja auch nichts weiter. Na toll, wir müssen also über das Eis. Ich weiß nicht, ob's danach einen Checkpoint gab. Muss das so? Nee, muss nicht so. Ist mir auch recht. Na gut. So, Botanical Snow Lab heißt diese Map. Au. So, so. Ich erkenne das übrigens daran, dass das im Fenster steht. Also in dem Windows-Fenster. Da steht, wie das Level heißt. Oh boy. Ich glaube, wir können das Rutschen unterbinden, wenn wir springen. Ich hoffe, das Eis wird nicht mehr allzu lange, ne? Unser Feindbild sein! Wie schön ausgedrückt. Ich bin mit dem Level-Design nicht wirklich einverstanden. Und mit der Platzierung des Checkpoints auch nicht wirklich. Aber gut. Ab dieser Stelle ändert sich ja das Gameplay so ein bisschen. Hätte ich die Energie... Ja, hätte ich die Energie aufladen können, sollen, müssen. Ja, gut. Du stirbst auch noch. Mich erwischst du nicht. Mich erwischst du nicht. Mich erwischst du nicht. Sehr gut. Naja, ist kein schwerer Abschnitt, das geht schon. Ich muss mit vielen YouTubern mal wieder was machen. Oh, nicht immer nur Koshi und DK. Die kennt doch schon jeder. Ich hab die beiden doch schon berühmt gemacht. Vor allen Dingen DK. Ja, immer springen. Das ist eine... Nein! Das ist im Prinzip eine gute Idee, wenn das Timing stimmen würde. Ach, wie schön. Ja. Oder sollen wir mal eine Pause von diesem Level machen? Bin mir nicht sicher. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber irgendwie bin ich schon drin. German Let's Play könnte man mal wieder was machen, oder Zombie. Oder wer hat noch viele Abonnenten? Von wem könnte ich noch Blut saugen? Gronkh, Ude, Sarazar und... Das wäre gar nicht mal so weit hergeholt, wir sind ja im gleichen Netzwerk. Theoretisch auch mit Kedos. Falls irgendwem der Name was sagt. Es ist sogar so, dass Kelos und ich... Obwohl, ist er im gleichen Netzwerk? Aber wir sind auf jeden Fall in derselben Gruppenkonfi jetzt. Es ist ja so, dass Kelos und ich beide aus dem RPG-Maker... aus der RPG-Maker-Schicht stammen. Ja, das ist die am niedrigsten denkbare Gesellschaftsschicht, die RPG-Maker-Schicht.
Die leben quasi nur von Luft und Hobby. Und daher kennt man sich. Koshi kennt ihn auch. Und Kedos ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass er alte Videos wieder löscht. Das ist, so lässt sich arbeiten. Ach, ich lästermaul ich. Aber wurscht. Es sind ja hier keine Anfeindungen, sondern sind einfach nur Nennungen von Tatsachen. Und dann hat er ein Kind angesprochen und seine Hose ausgezogen. Nein. Das ist völliger Quatsch. Er hat nur sein Shirt ausgezogen. Alles okay. So, mal sehen, ob wir uns diesmal umbringen. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Immer wenn irgendwas schief läuft, werde ich euch mitnennen. Huch! Ach, so kommt man da ran. So war das sicherlich beabsichtigt. Natürlich. Ausgezeichnet. Ich meine, ich habe jetzt schon diesen neuen Rechner. Ich habe jetzt das neue Internet. Ich meine, ich könnte alles machen. Absolut alles. Wenn ich jetzt noch Grafiken designen könnte, wäre das natürlich noch super, superer. Und Flash bedienen könnte und... Ach, meine Werke wirken einfach so billig nach wie vor. Ich kann einfach nix. Auf künstlerischer Ebene, sag ich mal. Blöd in den Tag reinlabern kann ich, ja. Ein bisschen gesunden Menschenverstand habe ich, ja. Zeichnen kann ich halbwegs. Aber sonst so. Das, was viele YouTuber machen, ne, das kann ich halt nicht. Die haben irgendwelche geilen Intros, die so 5 Minuten gehen. Und das eigentliche Video dann 2 Minuten. Also das, was danach kommt. Natürlich auch nur so eine gewisse Mindestmenge. 10 Minuten. Ach, ich rate nur, ich gucke ja kaum andere YouTuber. Was guck, wen gucke ich schon? Wen habe ich denn alles abonniert? Eigentlich ist meine Abo-Liste ziemlich übersichtlich. Ey, wir haben übrigens wieder einen Checkpoint erreicht. Ziemlich übersichtlich. Ich meine, wirklich einschalten tue ich auch nur bei... Bei mir selbst. Bei... Oh, mehr Energie. Bei mehr Energie ist mein Lieblings-LPR. Bei DK und bei Koshi, bei Tasova schaue ich ab und zu mal rein. Kommt aber auch wieder aufs Spiel an. Und sonst so... Ja, so Dinge, die eigentlich eher privater Natur sind, wie zum Beispiel private Sexbombe, also ist ein toller Kanal. Nee, den gibt's wahrscheinlich gar nicht. Vor allen Dingen so kritische Kanäle. So Themen, mit denen man sich bei uns eigentlich, der erwischt mich immer, eigentlich kaum beschäftigt. Und auch nicht beschäftigen muss, weil das bei uns kein reelles, ich sag mal, Problem ist. Wenn man es nicht registriert. Gibt's schon, aber es wird bei uns eher, boah, sag mal, ignoriert. Weil es bei uns auch nicht so schlimm ist. Ich sag zum Beispiel mal Religion. Und Religion ist okay, solange man den anderen damit in Ruhe lässt. Aber ich sag mal so jetzt zum Beispiel in Amerika ist das ein echtes Problem. Da mischen die sich in Politik ein, das geht nicht. Und mit der Bildung ist es anscheinend auch nicht so weit hergeholt. Soweit ich das verstanden habe. Ja, da schaue ich zum Beispiel gerne Atheist Experience, um mal so Meinungen von anderen Atheisten zu hören. Und ich finde das super interessant. Die haben mich zum Teil auch kritisches Denken gelehrt, weil ich selbst als Atheist und jemand, der eigentlich nicht... Obwohl, nein, das ist falsch. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, also um mal meinen Gedanken zu beenden, diesmal hat er mich nicht erwischt. Um meinen Gedanken zu beenden, eigentlich jemand, der... Also ich wollte zuerst sagen, so, ich fange mal von vorne an. Also eigentlich wollte ich sagen, dass eigentlich jemand, der nicht alles glaubt, das ist nicht so ganz richtig. Ich war mal ein ziemlich naiver Mensch, weil ich nicht davon ausgehe oder ausging, dass mich Leute verarschen oder auch sich Leute irren können. Ich gehe meist immer davon aus, waren wir schon mal so weit, dass Leute, andere Leute viel klüger sind als ich. Oh, da oben gibt's bestimmt irgendwas, aber ohne Rush. Hey, wir sind so weit. Bitte keine Stacheln! Ich dachte es mir schon. Vor lauter Schreck habe ich die Waffe gewechselt. Und demnach, ich habe nie wirklich kritisch gedacht. Es wurde mir auch nicht beigebracht. Das fing dann erst mit dieser... Nee, hier waren wir schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Es fing dann tatsächlich erst mit dieser Serie an.
Das finde ich echt cool. Manchmal denke ich so, boah, ich müsste mal anrufen, einfach nur um mich zu bedanken. Aber wir haben den Mittelpunkt erreicht. Eddie! Aber bei meinem Englisch und der Entfernung. Naja,